Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei DayZ, unserem Chaos-Trio mal wieder. Ein etwas unterschiedliches Bild mal wieder. Und es ist natürlich wieder mit dabei, der Patty. Hallo. Hallo. Und der Dachsin im Voice-Chat, ne? Ja, super. Und wir sind ja gerade auf der Spur des Schiffes. Hinter uns liegt Berezino. Und wir haben uns es zur Aufgabe gemacht, heute dieses Schiff zu erkunden und eventuell noch ein wenig weiterzukommen. Man weiß es ja nie in DayZ. Und ich glaube, Patty will noch was sagen. Willst du noch was sagen? das war doch meine tolle Überleitung. Da lasse ich die Frau gerne mal aussprechen. Nee, aber tatsächlich wollten wir das Schiffswrack, das ja mit der Standalone-Version in das Spiel implementiert worden ist, uns einfach mal anschauen. Da hinten seht ihr es schon. Das sieht richtig cool aus. Ich war alleine schon mal da, beziehungsweise beim Dustin. Jorl hat es noch nicht gesehen. Und wir dachten uns, machen wir doch einfach mal einen kleinen Ausflug da hinten hin und dann vielleicht noch ein bisschen weiter nach Nordosten. Also da, wo noch nie ein Mensch oder noch nie ein Überlebender gewesen ist. Das, da war ich, glaube ich, wirklich noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie heißt die Stadt da ganz oben? Ich weiß es auch noch nicht, ich war da auch noch nicht. Die hängt sich gerade ab, ne? Okay, wir warten auf dich. Ach so, ich sollte ein bisschen mehr sprinten. Kommen Sie her, alter Mann. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, heute wirklich mal hauptsächlich aus der Ego-Perspektive zu spielen. Wie geil ist das denn? Das musst du jetzt mal erklären. Ja, aber vor allen Dingen, mein Plan geht nicht auf, ne? Guck, hörst du das? Warte mal, ich setz mich mal kurz hier hin. Erzähl du mal weiter, ich muss mal kurz intervenieren, bevor das hier schlimmer wird. Okay, wir erklären das gleich. Ich habe es mir heute zur Aufgabe tatsächlich gemacht, hauptsächlich aus der Ego-Perspektive zu spielen. Ich spiele eigentlich gerne aus dieser Perspektive, aber es ruckelt meistens bei meinem Rechner ein bisschen bei diesem Spiel. Ich weiß nicht warum, weil der Rechner eigentlich relativ gut ist, aber es ist halt so. Deswegen spiele ich gerne aus der Third Person. Da ruckelt das da nicht so, aber einfach wegen dem Realismus und der Simulation spiele ich heute, oder ich versuche es wirklich hauptsächlich aus der Ego-Perspektive zu spielen, weil aus der dritten Ansicht, die Jorle, die hat es da nicht so mit, weil es ist halt so ein bisschen Cheaten quasi, weil man kann dann über Mauern und so gucken, das stimmt ja auch, deswegen. Und dann sind wir jetzt eigentlich ja schon wieder beim Thema, Jorle. Also Realismus und Taktik, oder? Ja, naja, es gibt ja jetzt wohl First-Person-Server, aber die haben wir nicht gefunden. Also die meisten sind tatsächlich noch immer in der dritten Sicht. Ja, ich versuchte das ja anzugewöhnen. Ja, aber wir sind auf jeden Fall jetzt beim Thema Taktik angekommen und die meisten haben wahrscheinlich die letzte Folge gesehen und da haben wir ja eher so ein bisschen Spaß gemacht, Überlebende so ein bisschen geärgert. Das ist bei vielen nicht ganz so gut angekommen und ich muss ehrlich sagen, Jorla hat mich ja, wir haben die Lord ja lange zusammengezockt, eigentlich ein bisschen oder ziemlich zur Taktik erzogen, muss ich wirklich mal sagen, was mir auch wirklich Spaß macht und das ist auch eigentlich der Grundgedanke von diesem Spiel und deswegen wollten wir uns wieder ein bisschen besinnen quasi auf die ursprüngliche Idee zu DayZ, dass wir wirklich hier wieder mit mehr Taktik rumlaufen, versuchen zu überleben und wenn wir Überlebende treffen, dann versuchen wir denen zu interagieren, irgendwie denen zu helfen oder so oder ja, jedenfalls keinen töten oder möglichst keinen töten und einfach so ein bisschen mehr auf das Spiel einzugehen. Also nicht irgendwo auflauen und zu schießen und so. Ja, deswegen haben wir uns mal hier wieder so ein bisschen zusammengeschlossen. Ich hoffe, es gefällt euch gut. Und ja, dann sind wir eigentlich jetzt schon wieder beim nächsten Thema, das Jorle bestimmt mal ansprechen möchte. Wer denn, ja, ihr seht, wir sind jetzt zu dritt unterwegs mit dem Dustin, dem stillen Begleiter und der Jorle und mir halt. Und in den nächsten Folgen wird sich da aber noch ein bisschen was ändern, allerdings nicht dann wieder zu so einer großen Gruppe. Ja, da sind wir schon beim weiteren Thema und zwar, wir haben eine Menge an Zuschriften bekommen. Patty, ich, eigentlich quasi jeder, der hier so involviert ist, zum Thema DayZ. Ich wollte eigentlich auch schon mit einigen, die mich angeschrieben haben, mal offscreen einfach ein bisschen DayZ zocken. Und ich kriege das einfach zeitlich nicht so wirklich hin. Ne? Ich bin froh, wenn der Tag mehr länger ist als 24 Stunden so ungefähr. Folgt ihr mir übrigens? Ja. Ja, kommt mal mit. Und wir haben uns halt überlegt, wir wissen nicht, ob es halt wirklich, es kann auch schief gehen, ne? Aber wir hoffen, es klappt alles soweit. Wir haben überlegt, das mit euch zu spielen, also mit der Community, mit unseren lieben, treuen Abonnenten. Und wir haben halt
ja, oder wir erhoffen uns dadurch, dass ihr euch natürlich freut. Das ist so das Erste. Ne? Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Stein. Verdammt. Und dass alles soweit ganz klappt. Wir haben natürlich ein paar Forderungen, sagen wir es mal so. Ihr müsst natürlich ein Mikro haben, was relativ ja, sauber sein sollte. Dementsprechend auch TS. Ne? Also wir haben ja hier unseren eigenen Server. Und was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Ach ja, über 18 solltet ihr sein. Ich muss genau. ja auf meinen Zettel schmulen. Über 18 ist uns einfach relativ wichtig, dass wir ja eigentlich ja für ein gewisses Niveau stehen. Das hört sich jetzt so falsch an. Das heißt natürlich nicht, dass alle darunter sind. Ihr wisst wahrscheinlich, was wir meinen. Also nichts gegen jetzt 16-Jährige oder so Quatsch. Kein Problem mit so Leuten zu spielen und so. Überhaupt kein Problem, aber ihr wisst wahrscheinlich, was wir meinen und so. Und ich weiß gar nicht, ab wie viel ist denn Daisy überhaupt? Ich glaube, ab 16. Ist es tatsächlich ab 16? Ja, ich weiß es aber nicht wir so wollten genau. Also wir wollten ja halt wirklich wieder ein bisschen eher zur Taktik gehen und ein bisschen ruhiger und dann eher wieder auf das Spiel eingehen und die Moderation und so. Und deswegen wäre das eigentlich ganz, ganz angenehm, wenn dann jemand ist. Also mit 18 ist man halt dann schon ein bisschen erwachsener. Es gibt natürlich auch 16-Jährige, die schon für ihr Alter was erwachsener sind. Ja, natürlich. Sind so. Aber das, genau, das wollte halt ich sagen. Ein bisschen passen. Ich meine, wir beide sind ja jetzt auch schon etwas älter. Du hast mich früher noch verarscht, ja. Ja, die Jorni steht quasi schon mit einem Fuß im Grab und voll fies. Mit einem C. Also, ja, auf jeden Fall, wenn ihr aufgeschlossen seid, ihr habt einfach Spaß dran, mal mit uns zu spielen, dann sagen wir euch gleich, schreibt uns eine persönliche Nachricht, also Patty oder mir, das ist eigentlich gehupst wie gesprungen, ne? Genau. Und wir sagen dann einfach, wir laden euch zu einem kurzen Gespräch ein, einfach mal auf unseren TS, dass wir uns so ein bisschen kennenlernen können, da können wir uns beschnuppern, können euer Mikro einfach mal testen. Und ich hoffe, das klappt alles soweit. Wenn das mal zu irgendwelchen Verzögerungen oder sowas kommt, wenn das mal technisch nicht hinhaut, dann bitten wir das zu entschuldigen. Das ist so unser erster Versuch, ne? Mal so wirklich. Ich meine, wir haben schon Flashmobs in WoW gemacht, aber... Ja, das stimmt. Genau, richtig. Das ist quasi die Generalprobe. Und ihr könnt natürlich auch gerne einen Kommentar dann noch unter dieses Video, also bei mir auf dem Kanal oder halt bei der Jorli, die wird das wahrscheinlich dann auch bei sich hochladen, schreiben. Mhm. Auch was wir denn überhaupt in den nächsten Folgen so machen sollen. Das könnt ihr uns gerne mal schreiben. Sehen wollt einfach. Also wir wollen das auf jeden Fall ein bisschen mehr dann an die Community noch richten und dass ihr da wirklich euch beteiligen könnt und halt auch ein paar dann mitspielen könnt. Das ist super. Und wenn wir hier uns jetzt noch weiter verquasseln, dann sehen die Leute nichts mehr. Das wunderschöne Wrack im Hintergrund. Was sagst du denn dazu? Das sieht toll aus, oder? Ich habe es schon beim ersten Mal, als wir hier gerade übers Feld gelatscht sind, haben wir es schon gesehen. War schön. Vor allem, ich bin ja jedes Mal, als die Sonne einfach, die gerade mit ihren Strahlen dann hier, oder die Strahlen am Schiff gebrochen werden. Ach ja, warte. Ich habe was gelernt. Ach so. Ja. Das ist total nett. Und einfach, ich hab's zu der Sonne gemacht. Geh mal weg kurz. Hey Sonne, ich finde dich voll blöd. Juhu. Ja, toll. Okay, komm. So, ja, ich wollte es auch nochmal gezeigt haben. Ja, okay. Das Niveau ist jetzt wieder um 2% gesunken. So. Oh, hier ist eine Hose. Aber Jolle, du musst aufpassen. Der Curry ist ja, der war auch mal hier. Und der ist hier runtergeglitscht irgendwo. Da musst du wirklich aufpassen, weil wenn du dann runterfällst, dann war es das. Verstehe. Oh. Übrigens, wir müssen noch mal ganz kurz, glaube ich, auf unsere... bleibst du noch mal kurz hier? Ich habe eine etwas erhöhte Position mir gesucht, natürlich, im taktischen Vorteil. Lass mich vielleicht noch mal ganz kurz auf unsere Ausrüstung eingehen. Du kannst ja einfach mal auf Tab drücken, ich auch. Ich fange einfach mal kurz an. Also ich bin ja gestorben letztes Mal wieder nach einer langen Schießerei. Ich habe mir jetzt so ein paar Sachen schon mal zusammengesucht. Ich habe halt ein paar Stiefel, eine Axt und hier so ein paar Sachen, seht ihr, nichts Besonderes. Dustin ist schon was besser, also Jorl und Dustin sind eigentlich ziemlich gut ausgestattet, beide mit der M4, Doppelmagazin und ja, du kannst ja selber mal sagen, was du so hast. Das ist eigentlich noch mein alter Charakter, seitdem wir zu 8 gespielt haben, hatte ich ja Daisy nicht mehr angefasst. Sozusagen, das ist also für all diejenigen, die auf meinem Kanal geguckt haben, wahrscheinlich kein nichts Neues. Das ist halt tatsächlich noch mein Charakter von... Da. Ja, dann wollen wir hoffen, dass er dir noch was erhalten bleibt. Was machst du da? Ich mach gar nichts. Ich stehe hier einfach rum in der Weltgeschichte und. Ja. Das sind, sollen wir das mal hochgehen?
Ja, also machen wir das mal. Jetzt ja, zeig nee, mir das doch mal hier jetzt hier. Mein Gott. Genau, ja. Also wenn jetzt nicht allzu viel passiert in der ersten Folge, weil wir ja so quasi ein bisschen ein Reboot hier eingeführt haben, dann es tut uns leid. Ja. Geht aber weiter. Und ich hoffe, es wird euch auch nicht schlecht, wenn ihr aus meiner Sicht seht. Oder Jolle spielt ja auch aus der First Person, glaube ich. Ich habe das dieses Kopfschütteln so ein bisschen runtergestellt und so, aber es sieht wirklich ganz cool aus dieser Sicht, also muss ich wirklich sagen. Da hinten liegt was, aber ich gehe mal der Jorl hinterher. Ich wollte ihr das Schiff zeigen, aber sie guckt es sich schon selber an. Klar, die Neugier des Menschen, du weißt es doch. Mhm. Machen wir das jetzt eigentlich auch so, dass wir die Folge, wir haben uns überlegt, so zwischen 20 und 30 Minuten, genau. Dass wir uns aber auch immer wieder verabschieden, oder? Genau. Wir machen dann auch wirklich wieder ein bisschen mehr Richtung Let's Play, also nicht so krass geschnitten, nicht so viel zusammengeschnitten und so, sondern dann ab und zu natürlich mal geschnitten und so, aber... Okay, hier also ist was zu trinken. So ein bisschen anders als letztes Mal. Wo? Ja. Patty, nimm mal mit. Ja, habe ich gerade mitgenommen. Okay. Ah, die Aussicht ist einfach schön, aber hat der gute Dean Hall wirklich schön gemacht mit dem Schiff, oder? Das ist ja was komplett Neues und oben, also wenn wir jetzt noch weiter nördlich gehen, dann erwartet uns ja dort in dieser Bucht ja nochmal was Tolles. Das wollen wir heute auch noch. Richtig, was schaffen. Da war ich persönlich auch noch gar nicht gewesen, aber dazu später dann natürlich mehr. Musst du weiter gucken. Also das Wrack, das wurde ja schon bei der E3 gezeigt. Da hat man ja so ein bisschen was von der Standalone gezeigt und da sind die ja schon... ja, durchgeschwebt quasi und da war ich schon total begeistert und ich wollte das... Aber rennen kann man hier nicht, ne? Das ist alles so... Naja, es ist noch nicht so ganz fertig, aber ich finde es trotzdem auf jeden Fall faszinierend. Es gefällt mir sehr gut. Das ist was zu mampfen. Ich sehe auch allgemein nicht allzu gut, wenn sich... Oh! Was denn? Was denn? Was denn? Ein PU-Scope. Kann ich das bei mir dran pappeln? Nein. Yeah. Das ist nur für die Mosin-Nutzer. Hallo, Dustin. Oh, der Dustin hat sich sogar... Der hat ein ACOG... Ja. Okay. Ein Zweibein-Doppelmagazin. Dann hat er einen großen Rucksack. Und... Kannst du eigentlich auch nicken? Klar, mit Alt kann er nicken. Ist das der größte Rucksack mit 35 Slots? Ich dachte, ihr seid an mir dran. Nein. Hier. Was ist denn das wieder für eine Formation? Kurz ruhig, ich muss gerade mit dem stillen Begleiter interagieren. Stiller Begleiter, du bist still. Was zur Hölle ist das denn? Okay, du bist weiblich. Okay, entschiedenes Nein. Oh. Deine Lieblingsfarbe ist blau. Okay, ja. Du solltest ihn kennen, er ist dein Bruder. Ja, gerade mit dem Kuchen. Ja. Ich bin schon... Übrigens so ein Traum. Du hast einen Traum? Moment. Wer das nicht? Oh. Was denn? Ich würde... Ach, da bist du. Du wackst gerade durch die Wand. Ich bin hier gegenüber. Ich habe einen Traum. Komm mal gleich zu mir, wenn du fertig bist. Boah, guck mal, da ist Meeresrauschen und wie die Sonne hier gerade auf das Wasser strahlt. Oh, das sieht so schön aus. In so einer Zombie-Apokalypse einen frischen Apfel. Ich glaube, wir machen die Zombie-Apokalypse einfach viel zu freundlich. Soll ich zu dir rauskommen? Ja, komm mal bitte. Ich habe hier. Ich hab was vor. Warte, ich komme. Es backt sich bloß hier so ein bisschen drin. Ja. Da, Guck mal, wir gehen jetzt zum Bug. Was ist denn eigentlich Bug und Heck? Weißt du das? Ich weiß es nämlich nie. Bug? Das ist Heck ist hinten. Heck ist hinten, ja. Achso, oh, bleib stehen! Da rührst du runter. Nein! Nicht so nah, da ist der Curry runtergefallen. Verstehe. Kommt man auf die andere Seite, müssen wir erst wieder runter, oder? Wir müssen. Was macht denn der stille Begleiter da? Moment, der gibt mir gerade Zeichen. Der hat gerade irgendwas. Ja? Wie rennt der einfach? Was macht der denn? Oh, ein Revolver. Das ist schön. Aber so viele Sachen findet man hier nicht, ne? Kann das sein? Ja, das stimmt. Der Revolver funktioniert jetzt übrigens nach dem Update, also als er implementiert worden ist, da funktionierte der noch nicht, obwohl man die Muni dann, auch wenn man die hatte. Jetzt funktioniert er, aber ich habe die Muni nicht. Ich habe jetzt hier nur 45er ACP. Lass uns doch mal hier die Räume durchsuchen. Ich finde das voll spannend hier gerade. Ja, aber ich glaube, hier ist gar nicht so viel Loot. Ich würde einfach gerne mal mit dir Titanic vorne am Bug nachspielen. Oh ja, bitte. Ich gehe aber gerade noch höher. Ich bin quasi auf der Brücke. Denke ich, ja. Ja, passt. Achso, okay, komm hinterher. Dann musst du bloß reingehen und die Treppen hoch. Oh, ein bisschen gebackt. Ist das? Das ist aber
enorm hoch. Das ist, ja. Oh, wir gönnen uns jetzt erstmal so ein... Alter, sieht das schön aus. Ja, wir zeigen euch heute die ganzen Schönheiten von Boah, Dayton. Hübsch. Achso, das erinnert mich so ein bisschen, ich war ja mal in Alexandria in Ägypten, ich erzähle jetzt mal so ein bisschen Privates. Ja. War in Alexandria und dort gibt es die Corniche, das ist so eine ganz, ganz lange Straße, weil Alexandria ist ja so eine lange, breite Stadt, also so schenkt dir das breit, die Straße ist einfach, also Alexandria ist einfach so lang gezogen. Auf der einen Seite ist so das Mittelmeer und auf der anderen Seite so ein etwas, ja, sumpfartiges Gebiet, ist aber auch alles voller Wasser dort. Und das sieht richtig Wahnsinn aus. Das ist so wie hier ungefähr. Dann hast du die ganzen Lichter. Ist einfach wunderschön, wenn du dann abends rausschaust. Und die Corniche, ja, die geht von da ganz hinten einmal durch bis Alexandria, bis nach ganz vorne. Ist auf jeden Fall eine schöne Gegend hier, oder? Richtig schön. Muss man auf jeden Fall mal sagen. Und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das nachts hier ganz toll aussieht. Und wir hatten uns auch überlegt, das müssen wir auf jeden Fall auch mal machen, dass wir so eine Nachtwanderung machen. Mal gucken. Mhm. So, definitiv. Komm, wir schlagen uns mal ein bisschen weiter. Das sind, bist du gerade über die... Alter. Ja, der Schild. Das bist du gerade hier über die... Oh, hier ist die Kommandobrücke. Oh, da war ich. Zeig mal. Nicht. Guck mal, hier ist so ein Telefon auf, egal. Oh, guck mal, kann man das lesen? Nee. Function Code. Ja, Alarmcode. Dann ist es wahrscheinlich so nicht auf Kyrillisch. Hast du schon bei Zulu angemeldet? Oh, hier liegt ein Scope. Alter, hier liegt sogar was drauf, ne? Cool. Kann man... Ah, das ist ein PU, oder? Ja, PU-Scope. PU. Kann man denn irgendwas auf den Revolver machen? Ich glaube, bis jetzt noch nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Der Revolver ist für mich komplett neu. Ja. Kannte ich so noch nicht. Aber an die Pistole haben wir ja... Was willst du denn jetzt hier? Entschuldigung. An die Pistole haben wir ja tatsächlich letztes Mal ein Rotpunktvisier schon angebracht. Eine Rotpunkt, echt? Ja? Das geht, wow. Ja. Die ist dann eigentlich relativ gut, die Pistole. Aber man findet noch sehr, sehr selten 9mm Magazine. Guck mal, das sind ja da irgendwas. Ja. Warte mal, runter. Achso, ein Zweibein, das ist für dich vielleicht ganz... Wobei, ich habe selber eins. B-Pod sollte eigentlich nicht auf... Doch, es geht. Ach ja, ich hätte ja auch noch eins gehabt. Warte mal ganz kurz, kann ich das deployen? Bayonet. Ja. Ja, es ist gerade ausgeklappt. Mit V. Nee. Du gehst dann auf Rechtsklick auf B-Pod und sagst dann ausklappen. Wie, auf Rechtsklick B-Pod? Achso. Genau, auf die Waffe und dann Rechtsklick auf den B-Pod. Ja, jetzt hast du ihn da eingeklappt, jetzt ist er ausgeklappt, genau. Ja, aber es passt eigentlich nicht. So funktioniert eigentlich kein B-Pod, aber gut. Gut, haben wir das mal. Naja. Ja, komm, wir gehen mal ein Stück weiter. Nice. Ja, okay, gut, ich weiß. Also, wie gesagt, die erste Folge ist jetzt noch nicht so spannend vielleicht. Ja, aber... Das ist wirklich eine große Neuerung, deswegen, ich finde, man muss sich ein bisschen Zeit lassen für das Schiff auf jeden Fall. Denke ich auch. So, und wir gehen jetzt gleich. Das ist auch wirklich schön gemacht, also so viele Räume, wenn hier wirklich was in den Räumen immer drin liegt, dann ist es vielleicht doch gar nicht so lootarm, wie ich gerade dachte. Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass es hier noch nicht so ganz fertig entwickelt ist. Ja gut, es ist noch nicht so möbliert vielleicht, aber, aber was soll's. Ich muss auch noch eine kleine quasi Anekdote erzählen. Meinte der Dustin eben, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich das mal erzählen soll. Denn der Dustin hat letztes Jahr auf der Gamescom den guten Dean Hall, der hier bekanntermaßen Projektleiter ist und ja die DayZ-Mod eigentlich mehr oder weniger erfunden, entwickelt hat, so im Alleingang. Hatte den getroffen, hat mit dem tatsächlich ein bisschen DayZ gespielt und so. Und also er meinte, es wäre wirklich ein klasse Typ, total sympathisch, total nett und einfach mal so ist Bohemia Interactive eigentlich. Komm, wir gehen wieder runter. Wirklich ein sehr sympathischer Entwickler ist. Ich komme hier nicht lang. Auch wenn die hier das so ein bisschen versäumt haben. Okay, warum? Man kann hier nicht lang. Man kann hier nicht runter. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Ein bisschen versäumt haben. Ich will noch die Titanic mit dir machen. Patty, wir müssen noch die Titanic machen. Ich muss doch den Satz noch zu Ende sprechen. Achso, entschuldige bitte. Mann. Also versäumt das Spiel ist ja dann doch relativ spät gekommen und da gab es dann so ein bisschen Kritik und so. Und als abschließender Satz, boah, ich rede wieder viel zu viel, als abschließender Satz, DayZ, die Standalone, die ist jetzt einen Monat circa raus, glaube ich, und die ist jetzt 1 Million Mal verkauft worden. Mhm. 1 Million, das muss man sich erstmal vorstellen. Und ja. Wie kommt man hier runter? Da bitte nicht runter. Hier. Okay, hier. Du gehst einfach mal durch die Wand. Wo seid ihr? Hast du mich?
Ich bin bei Dustin. Geh dir runter? Dustin, du kannst da runter. Ich kann da nicht runter. Dustin, ich bin zu blöd dafür. Man muss geduckt. Ach, Jolle. Aber wer macht denn sowas? Das ist bei der zweiten Treppe genauso. Hab ich schon mal gesagt, dass du Arma-Expertin bist? Was? Arma ist verbuggt. War schon immer verbuggt. Ja, der sie ist ja auch relativ verbuggt. Ich bin keine Arma-Expertin. Wer erzählt denn sowas? Das sagst immer nur du. Keine Ahnung. Achso. Hier sind ja auch Betten und so. Kajüten. Kajüten. Lass mal gucken. Oh, hier ist eine Brauchwehr, ein Tier. Achso, der Tipp übrigens mit dem Scrollrad bei der ominösen Deko. Ich habe das ja Deko genannt, ne? Es hat funktioniert, obwohl ich mich schon sicher war, dass ich das eigentlich probiert habe. Welcher Deko? Er geht weg! Das ist privat! Sorry, ich gehe ja schon. So. Die Deko auf dem Schrank, erinnerst du dich noch? Die Deko auf dem Schrank. Die muss ich jetzt scharf nachdenken. Na, die komischen Hosen und so, die dann immer auf dem Schrank liegen. Und ich kann die doch nicht nehmen. Weiß ich warum. Und das ging mal. Ja, ich komme ja schon. Mann, mach doch mit. Hier ist eine Weste. Ach Mann, ich esse jetzt erstmal. Willst du eine Military Weste? Ja. Achso, du die redest ist sogar gar nicht mit mir, in grün. Doch, ich rede mit dir. Achso, ich dachte, lass den. Ja, Moment, ich esse mir jetzt gerade. Du hast ja nichts. Thunfisch. Thunfisch. Ist besser eigentlich. Was ist du besser? Du verzeihst mir das schon, oder? Was denn? Wenn ich mal das kurz. Warum will der das nicht austauschen? Ach, hier. So! Jetzt muss ich nur die Jorle wiederfinden. War seltsam, eben als du dich da auf dem Klo versteckt hast. Ja, genau ja. In dem Moment habe ich Hunger bekommen. Ist auch gar nicht unangenehm oder so. Ja, mir ist es sehr unangenehm. Es tut mir leid. Du, die erste Folge neigt sich übrigens in unserem Ende. Wir müssen langsam Schluss machen. Ich würde sagen. Achso, wir wollten eigentlich noch die Titanic machen. Ja, komm, das machen wir noch, oder? Wo seid ihr? Achso, genau, da geht's ja runter, wo ihr seid. Ja, aber wir sind eigentlich. Ja, runter. Aber wir müssen hinten. Soll ich hier runter? Nein! Geht's dir gut? Ah, ich hab Schmerzen. Glaube ich. Nee, ich hab keine Anzeige, aber. Oh Gott, der hat Schmerzen jetzt, der hat ein bisschen gestöhnt. Was haben wir denn jetzt hier hoch, oder was? Keine Ahnung, ich dachte. Okay, es klappt. Das ist ja. Hey. Jetzt sind wir ja wieder hier. Das ist ganz schön verwirrend, Freunde. Oh. So wollten wir nicht. Kann man runter. Aber wir zur Hölle sind wir auf dieses Scheißschiff gekommen. Das ist so eine Panne einfach. Ja, lass hier runtergehen. Da runter? Ja, ja. Toll, jetzt stöhnt er hier. Naja. Ja, ich höre dich. Hat einer Schmerzmittel? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Wirklich nicht. Hallo? Wo ist denn das Ding jetzt hier so? Ich komme. Wir sind mal wieder hier. Ich gehe jetzt einmal komplett durch. Oh Mann. Guck mal, ich habe keinen Hals, war da gerade. Ich habe auch keinen Kopf. Yeah, ich komme, ich renne. Yeah. Ja, danke. Die Jolle. Wir werden es dir nie wieder rausschaffen. Wir werden hier drin sterben. Jetzt sei doch nicht so pessimistisch. Oh Alter, das ist ja total das Labyrinth. Kann doch nicht so schwer sein einfach. Ich gehe jetzt nochmal hier runter. Ja, ich bin auch gerade hier runter. Also, wie gesagt, ich kann nur noch wiederholen, dass wenn das jetzt nicht so spannend ist, dann tut es uns leid. Kann man hier diese Tür öffnen? Man kann ja nicht immer alles bieten. Also die einen sagen, wir sollen Schießereien machen, die anderen sagen, wir sollen keine Schießereien machen. Komm, wir überziehen jetzt die Folge ein bisschen. Komm, wollen wir das machen? Wollen wir heute mal ein bisschen überziehen? Weil die Zuschauer heute so nett waren. Yay. Alter, das gibt's doch gar nicht. Also, ich laufe jetzt hier lang. Das kann doch nicht sein. Ah, ich glaube. Sind wir zu blöd dafür? Ich weiß es, kommt wieder zu mir. Ja, komm wieder zu mir. Raus. An die Seite, da. Wo seid ihr denn? Aber, ich hab keine Ahnung, ich bin hier bei den Betten. Ach, ich bin total vom Fritz. Die Leiter hoch. Dann gehst du die Leiter hoch. Ja, ich mach das schon. Ah, Mann. Hier, komm. Du siehst mich doch. Was? Wie soll ich dich sehen? Ja, nicht da hoch, hinter dir. Oh. Jetzt komm. Oh. Nein. Oh, wieso ist sie denn so runtergeglitscht? Du sollst. Nein, nicht hoch. Oh, dann komm ich hier runter, sag mal. Jetzt komm. Ich hoffe, du bist jetzt hinter mir.
Hier kommt Rambo. Komm. Ja, was, wo bist du jetzt, hoch oder runter? Och Mann, hallo. Ich hab das nicht gesehen. Du hörst mich doch. Hier ist Folge wieder. Ich komm da. Ah, oh, ist das Schiff. Jetzt geht's mir langsam auf die Nerven. Bist du hinter mir? Nee. Und Dustin, kümmere ich mich jetzt gar nicht erst. So, guck mal hier. Ja, waren wir hier nicht schon mal? Ja, wir wollen ja hier wieder runter. Ja? Ach da! Ach da! Ja! Wie soll man denn das wissen? Ja! Jetzt ehrlich mal. Ja! Hier gibt doch noch was, oder? Nee, nein, ist okay, ist ja gut, ist okay, ich komm jetzt schon. So. Boah, mir ist jetzt schlecht. Ach, der sitzt auch schon da unten die ganze Zeit. Du hättest auch mal was sagen können, du Schlumpf. Echt, du Schlumpf. So, Jolle. Alte Backe, du. Ah, du. Komm, wir versuchen. Ja, wir machen jetzt die Titanic. Ich kann nicht Feuer aufhören. Müssen wir hier irgendwo durch? Los. Genau, da ist eine Treppe. Merken. Oh, ich hab hier auch eine. Aber es ist echt voll der Irrgarten, oder? Irgendwie schon. Ich weiß, vielleicht haben wir uns auch einfach nur doof angestellt. Ja, es tut uns leid. Wir sind gar nicht gerne. Wie zum mir? Ich kenn das nicht. Laufen. Oh, eine Maske. Coole Sache. Bist du das da? Wer ist denn das da? Wo bist du denn? Oh, guck mal, da oben. Seid ihr? Achso. Ja. Da ist ein Spieler. Das bin ich. Hast du eine Maske? Ja. Hast du eine Maske drauf, Mann? Guck mal, über dir. Da looten. Das sind überall Sachen. Überall Loot. Ach, guck mal, hier auch überall. Jetzt schubst mich nicht runter hier. Komm, lass mal mein Hardware go on machen. Oh, Moment. Every time in my dreams, I see you. I feel you. Oh Gott. Das jetzt. Singen werde ich dann gemeinsam mit der Jolle bei 10.000 Abonnenten. Was? Wieso werde ich damit reingezogen? Das ist schon Tradition. So. Ich hoffe, ihr folgt mir noch, aber ich glaube nicht. Ja, ich bin doch hinter dir. Drück nicht so. Ja, komm. Geh dann mal hoch. Ja. Vor allem, wir machen gar nichts. Wir stehen hier einfach nur. Okay. Sorry. Wir haben es geschafft. Mein Gott, so ein Drecksschiff. Sekunden. Ich werde hier nie wieder hin. Okay, warte. Third person und ab geht's. My dreams. I see you. Singst du mal mit? Das ist voll peinlich. I feel you. Ich kann ja auch nicht singen. Ich da auch nicht. Halt die Fresse und singen. Ja, das hier. Pack die Waffe weg, ich sing ja. Oh, Jack. Oh. Saftsack. Hier, hast du. Ja. So, sind wir fertig? Wir sind fertig. Fertig, jetzt um Nerven. Wir haben endlich das Schiff geschafft. Ja, Mann, okay. Dreckschiff. Freunde, das war auf jeden Fall das Schiff. Das war die erste Folge... Ja, nicht die erste Folge. Die erste neue Folge. Die erste neue Folge. Ja. Okay, beim nächsten Mal sind wir besser verplant einfach, ne? So. Gut, Freunde, denn wie gesagt, schickt uns noch eine PN, wer mitmachen möchte. Und dann hoffen wir, dass das alles so klappt und ihr seid bitte am Start. Das würde uns freuen. Und wie gesagt, wir hoffen, ja, euch auch. Und wir freuen uns natürlich über, wenn ihr uns einfach mal ein Like oder halt ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Oder einfach mal einen Kommentar dann schreibt, was wir denn noch machen sollen in den nächsten Folgen. Und wie gesagt, schaut dann einfach mal bei der Jolle vorbei oder bei mir. Ne? Halt, wir nehmen beide auf, dann habt ihr so quasi beide Sichten. Ja, machen wir. Wobei meine viel spannender. Ach, halt die Fresse. Ja, mit diesen liebreizenden Worten würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal. Möchtest du noch was sagen? Nö. Okay. Alles gut. Bis dann, Freunde. Tschüss.